Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer dritten Vorlesung. Ich hoffe, Sie hatten schöne Ostern und haben sich ein wenig erholen können. Sie sehen unser heutiges Thema. Ja, das Einzige, das wir eigentlich von unserem Leben wirklich wissen, ist, dass wir sterben werden. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie, wir wissen nicht wo, aber dass wir sterben, das wissen wir. Nun, die Konzeptualisierung des Todes ist sehr entscheidend für die Frage nach der Kultur einer Gesellschaft, also für die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach der Gerechtigkeit und nach der Ethik. Wird der Tod als endgültig angesehen oder wird er nur als Durchgang zu einem anderen ewigen Leben betrachtet? Wobei man kann sich auch fragen, warum das eine so wesentliche Frage sein soll, also warum der Sinn des Lebens anders sein sollte, wenn wir weiterleben oder nicht weiterleben. Und wenn ein Weiterleben nach dem Tod konzipiert wird, wie wird es dann konzipiert? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist natürlich, wie kann der Tod repräsentiert werden? Also wir sprechen ja über Kunst. Und der Tod ist das eigentlich schlechterdings Unrepräsentierbare. Und die Frage ist, wie kann man den Tod trotzdem repräsentieren? Weil es gibt natürlich das eine, das sind Tote, die natürlich dargestellt werden können, aber das ist nicht der Tod, weil der Tod ist das Nichts und ist eine totale Leerstelle. Ja, und wir beschäftigen uns natürlich vor allem jetzt mit der christlichen Konzeption, einfach deswegen, weil die Kunst, unsere Kunstgeschichte im Wesentlichen eine christliche ist. Es wäre natürlich sehr aufschlussreich, wenn wir uns mit Todesvorstellungen von ganz anderen Kulturen beschäftigen würden, weil das den Blick verändern würde. Also wie ist das im Buddhismus, wie ist es im Hinduismus etc. Das machen wir nicht, dazu wäre ich auch gar nicht in der Lage. Ich möchte nur sozusagen kurze Blicke auf Voraussetzungen werfen, die der christlichen Religion vorausgegangen sind, und auf die das Christentum dann aufgebaut hat. Und das ist einerseits Mesopotamien und Ägypten. In Ägypten, das ist besonders relevant für das Christentum, weil Ägypten auch schon die Vorstellung hatte, das Leben auf den Tod hin überhaupt zu orientieren. Also denken Sie an die Pyramiden, an die ganzen Opferbeigaben etc. Das heißt, da ist die ganze Kunst auch auf ein Leben nach dem Tod orientiert. Für die Ägypter war entscheidend die Vorstellung, dass nach dem Tode die Seele, Ba, also das ist die Seele, die Vorstellung der Seele, dass die Seele wieder in den Körper hineinkommen kann und in einen natürlich vollkommen mumifizierten Körper, deswegen war das eben wichtig, die Körper nachher zu erhalten und zu mumifizieren. Also eine ganz andere Vorstellung wie dann im Christentum. Sie sehen hier eben so eine Mumie und die Seele, die sich hier sozusagen mit dem Körper, dabei ist sie sozusagen wieder mit diesem Körper zu verbinden. Aber es gab ganz andere Vorstellungen in Mesopotamien, so zum Beispiel in dem uralten und ja sehr berühmten Gilgamesch-Epos, das schaut ganz anders aus, nämlich dass nicht von der Vorstellung ausgegangen wird, dass es nachher ein ewiges Leben geben wird. Also ich zitiere da kurz, Gilgamesch, wohin läufst du? Das Leben, das du suchst, wirst du nicht finden. Feiere jeden Tag ein Freudenfest, tanze und spiele bei Tag und Nacht. Solcher Art ist das Werk der Menschen. Also das heißt, das ist eine vollkommen andere Vorstellung, aber es gibt trotzdem eine Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit ist,
Das Ziel ist unter anderem das Überleben im Gedächtnis der Nachwelt durch Taten. Und also bei den Ägyptern sind das natürlich die Pyramiden etc., die optisch sozusagen auch im Gedächtnis bleiben. Und bei Gilgamesch, der soll die Stadtmauer um die Stadt Uruk gebaut haben. Also das heißt, da geht es sozusagen um die Verewigung seines Ruhms. In der griechischen Antike, die natürlich auch ein wesentliches Fundament darstellt, haben wir jetzt eine ganz andere Vorstellung, nämlich das ist eine Religion, die nicht auf den Tod hin orientiert ist. Der Tod selber, das Leben nach dem Tode wird unterschiedlich angesehen und nicht sehr genau charakterisiert. Es ist die Vorstellung von Hades, alle kommen gleichermaßen in den Hades, es gibt nur ganz wenige Auserwählte, das sind dann Halbgötter, die faktisch zu den Göttern in den Olymp geholt werden, aber das sind natürlich die totalen Ausnahmen. Und Hades ist, das sind, da leben die Toten als Schatten freudlos, aber auch schmerzlos. Und erst sehr spät entsteht auch in der griechischen Kultur dann bei gewissen Autoren die Vorstellung eines Weiterlebens. Vor allem bei Platon, der die Vorstellung entwickelt hat einer ewig lebenden Seele, der im Dialog Gorgias sogar ein Gericht beschreibt, wo die Gerechten an einen angenehmen Ort kommen, zu den Inseln der Seligen, und die Ungerechten, und das sind vor allem die Machthaber und die Politiker, die kommen dann in den Tartarus, also die kommen in einen Ort des Hades, der vergleichbar ist dann mit der Hölle. Und Platon lässt dann Sokrates im Phaidon auch über die Hölle sprechen, wo es dann sehr differenzierte Strafen gibt, die sich sehr konkret an die jeweiligen Sünden, an den jeweiligen Sünden orientieren. Aber wenn die Verstorbenen einsichtig sind, werden sie von diesen Qualen befreit. Auch das ist ganz anders wie im Christentum, weil im Christentum hat man nach dem Tod keine Chance mehr. Ja? Da gibt es nichts mehr zu bereuen. Wenn man in der Hölle ist, bleibt man ewig dort. In Rom ist es wiederum Gloria, also der Ruhm, der Nachruhm, der Ahnenkult, der für die Römer so unglaublich wichtig war. Aber es gibt schon auch, wie zum Beispiel in Vergils Aeneis, die Vorstellung einer Unterwelt, wo eben bestimmte Strafen gesühnt werden. Aber gleichzeitig hat Lukrez im ersten vorchristlichen Jahrhundert die Meinung vertreten, dass Höllenvorstellungen ihr Ziel nicht erreichen würden, nämlich die Angst, dass die Angst vor Strafen ein moralischeres Leben bewirken könnten. Und er hat auch gesagt, das Leben sei die wahre Hölle und die Höllenvorstellung sei lediglich eine Allegorie des Lebens. Also so früh, erstes Jahrhundert vor Christus. Das heißt, was man sagen kann, ist, dass in der griechischen und römischen Antike es sehr unterschiedliche Vorstellungen gab. Es gab nicht ein bestimmtes Konzept, wie es dann letztlich im Christentum der Fall war, sondern es gab ein Nachdenken über den Tod und sehr unterschiedliche Antworten darauf. Im Judentum heißt dieser Ort Sheol. Und die Bedeutung von Sheol ist ziemlich unklar. Die Septuaginta hat das dann als Hades übersetzt. Aber das wird dem nicht wirklich gerecht. Sheol ist eigentlich kein Strafort, sondern es ist nur ein öder Ort, an dem eben alle Toten landen. Luther hat es dann später mit Hölle übersetzt. Also Sie sehen auch, was jetzt das Alte Testament anbelangt, es kommt dann unglaublich auf die Übersetzungen an, auf die verschiedenen sprachlichen Begriffe, die natürlich dann die Vorstellungen sehr stark verändert haben. Im Judentum kommen erst im sehr späten Judentum, also wo das dann schon sozusagen in Richtung Christentum hinläuft, da kommen dann Vorstellungen auf von einem Weiterleben nach dem Tode.
Es beginnt langsam erst nach dem Exil in Babylon, also 587. Es beginnt in einer Zeit, wo sozusagen verursacht durch eine entsetzliche Gegenwart irgendwie die Hoffnung, die Sehnsucht auf ein besseres Leben nach dem Tode entstanden ist. Aber im Judentum gab es nie in der Weise eine Hölle, sondern war eher so, dass die Gerechten faktisch auferstehen werden und die Bösen werden am Tag des Gerichts nicht auferstehen. Also sozusagen eher sehr diffuse Vorstellungen. Ja, und im Christentum gibt es ja die Grundvorstellung, dass der Tod durch Christus überwunden worden ist. Das Christentum ist eine Jenseitsreligion, das heißt, das Leben wird auf den Tod hin entworfen. Das Christentum schöpft aus diesem späten Judentum, vor allem aus der jüdischen Apokalyptik, aus der griechisch-römischen Antike, insbesondere Platon und auch eben aus ägyptischen Quellen. In den Evangelien selbst gibt es nur ganz wenige Andeutungen. Also das ist, wenn man jetzt wirklich überlegt, wie war das jetzt wirklich am Beginn des Urchristentums, dann findet man nur ganz wenige Bemerkungen. Im Lukas-Evangelium zum Beispiel finden Sie da gar nichts. Bei Matthäus am ausführlichsten, das lese ich Ihnen vor. Matthäus 25, 31 bis 46. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, wie die Schafe von den Böcken. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und dann sagen die Menschen, wir haben dich doch nie bekleidet, du warst ja nicht nackt, wir haben doch alles das nicht gemacht. Und die Antwort ist, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann wird er sich auf die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen, weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Das ist das Konkreteste, was wir aus den Evangelien haben. Die frühen Christen glaubten, und das ist wichtig, dass die Wiederkehr Christi unmittelbar bevorstünde. Also das heißt, sie haben gedacht, dass sie das Weltgericht noch erleben werden. Und hierzu ist vielleicht wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass das erste Evangelium von Markus um 70 geschrieben worden ist. Und das ist die Zeit des Einmarschs der römischen Truppen in Palästina und der Zerstörung des jüdischen Tempels. Also das heißt, das war eine Zeit der apokalyptischen Untergangsstimmung. Auch Paulus spricht noch nicht von der Hölle, sondern lediglich vom Zorn Gottes, der über die Ungerechten kommen werde. Im Johannesevangelium kommen nur die Guten zur Auferstehung und für das ewige Leben und zum ewigen Leben, die Bösen hingegen vor das Gericht. Also das ist sozusagen jetzt das Frühchristentum. Sie sehen, das ist sehr unbestimmt. Es gibt überhaupt diese Vorstellung von Hölle, in der Form gibt es noch gar nicht. Und wann kommt das? So wie fast alles, geht das auf Augustinus, also den bedeutendsten Kirchenvater Augustinus zurück, frühes 5. Jahrhundert, also der hat von 413 bis 26 seinen Gottesstaat geschrieben. Und da wurde jetzt das Jenseits als Glaubenstatsache fixiert.
Nun, das Jenseits ist das Reich der reinen Vorstellung. Ich denke, dass man hier wirklich gut zeigen kann, was eigentlich kulturwissenschaftliches Denken ist. Also es ist sozusagen der kulturwissenschaftliche Ort par excellence. Für Theologen und zumeist auch für Kunsthistoriker ist das Jenseits ein unhinterfragter Ort. Aber als Kulturwissenschaftlerin sage ich, das Jenseits ist ein Nicht-Ort. Ein Ort, der ausschließlich durch die menschliche Vorstellungskraft gefüllt wird. Es sind Bilder, die Menschen produzieren, die aber dann die aber dann in der Tat Realität schaffen. Nun, wie dieses Jenseits konzipiert wird, trägt entscheidend zur Weltanschauung einer Gesellschaft bei. Das Christentum ist die erste Religion, die das Jenseits systematisiert hat. Im Jenseits gibt es eine ganz klare Struktur und die ist dichotomisch. Es gibt Himmel, Paradies und Hölle. Tertium non datur, also es gibt kein drittes. Es gibt die Guten und es gibt die Bösen. Also ich denke mal, man muss sich wirklich klar machen, was das eigentlich bedeutet. Ich denke, dass die Konstruktion dieses imaginären Raums unsere abendländische Denkstrukturen mitgeprägt hat, sogar wenn wir die Vorstellung eines Jenseits und eines Weltgerichts verabschiedet haben. Grundlegend ist die Setzung einer absoluten Dichotomie zwischen Gut und Böse. Über das Böse werden wir uns in der nächsten Stunde ausführlicher unterhalten. Die Kirche hat die entsprechenden Instrumente entwickelt, wie man durch sie, aber eben nur durch sie, durch Beichte und Sakramente die Sünden wieder los wird, bevor man stirbt. Also nach dem Tod, wie gesagt, wenn man einmal gestorben ist, gibt es keine Reue mehr, ja? Dann ist echt vorbei. Der Ablass, das Loskaufen der Sünden durch Bezahlung, war ja mit einer der Gründe für die Entstehung des Protestantismus. Bei Luther kann man nur durch den Glauben und durch die Gnade Gottes Hoffnung auf Vergebung haben. Also sola fide, sola gratia, nur durch den Glauben, nur durch die Gnade. Die Jenseitsbilder werden zu Mitteln der moralischen Erziehung, wobei immer mehr die Jenseitsstrafen als Mittel der Abschreckung in den Vordergrund treten. Das Ereignis, das über Paradies und Hölle entscheidet, ist das Weltgericht. Hier gibt es die größte Nähe zur Religion in Ägypten, die ebenfalls eine Jenseitsreligion war, eben im Unterschied zum Judentum oder zur griechisch-römischen Antike. Entscheidend für die altägyptische wie die christliche Religion ist die Vorstellung eines Gerichts nach dem Tod. Das Totengericht gibt es erstmals in der ägyptischen Religion. Im Zentrum steht die Vorstellung von Gerechtigkeit. Nur eine göttliche Autorität kann für absolute Gerechtigkeit zuständig sein. Das Totengericht taucht im dritten vorchristlichen Jahrtausend auf, einer Zeit beginnender Klassenkämpfe, einer hierarchischen Gesellschaft mit extremen sozialen Unterschieden, also einerseits Pharao mit seiner ganzen Umgebung, den Beamten, und andererseits Sklaven. Im Diesseits kann und soll Gerechtigkeit nicht hergestellt werden. Sie wird ins Jenseits verschoben. Und ich denke, hier wird sehr gut klar, wie ethische Fragen mit Machtfragen zusammenhängen. Die herrschende Moral ist die Moral der Herrschenden. Das Herz des Pharao, also Ba, die Seele, kommt vor das Totengericht und wird mit der Feder von Maat,
Das ist die Göttin der Wahrheit und Gerechtigkeit gewoben. Also Sie sehen hier, wie praktisch auf der linken Seite sehen Sie die Seele oder das Herz und rechts sehen Sie eben diese Feder von Ma'at. Und das Herz darf nicht schwerer wiegen als die Feder. Also das Herz, das heißt dann sozusagen, die bösen Taten dürfen nicht schwerer sein. Das Bild der Waage wird vom Judentum, aber auch der griechisch-römischen Kultur als Justitia übernommen und dann im Christentum auf den Erzengel Michael übertragen. Also wir haben ja, da gibt es ja genau diese Vorstellung der Waage. Ich finde es erstaunlich, dass in Ägypten, im Judentum und im Christentum die moralische Beurteilung eines Menschen durch das Bild einer Waage, die eigentlich das physische Gewicht einer Ware anzeigt, symbolisiert werden kann. Das kann wohl nur in einer Gesellschaft des Warentausches entstehen, in der gerechter Tausch das Inbild der Moral ausmacht. Anders als im Christentum geht es im ägyptischen Reich nicht um die Frage Paradies oder Hölle, sondern um ewiges Leben, und zwar nämlich Leben wie im irdischen, einfach weiterleben wie im irdischen Leben, oder aber echter Tod. Also das heißt, der Unterschied ist, im Christentum geht es darum Paradies oder Hölle, in Ägypten geht es darum, entweder man lebt so weiter wie gehabt, oder wenn die Waage sozusagen nach unten zieht, dann wird man von dem Ungeheuer, was Sie da rechts sehen, gefressen. Und dann ist vorbei, das heißt, dann ist man wirklich tot. Aber man wird nicht bestraft, sondern man existiert dann. Die größte Strafe ist, dass man dann halt einfach nicht mehr existiert. Ursprünglich diese Totenvorstellung eigentlich nur auf den Pharao und auf seine Umgebung bezogen. Und erst etwas später wird das sozusagen auf weitere Kreise der Menschen erweitert und dann entstehen Totenbücher. Totenbücher, und die beschreiben ziemlich genau, was alles passieren wird nach dem Tode. Und für den Toten ist es wichtig, er muss dann 82 Fragen beantworten können und er muss wissen, was er dann für eine Antwort gibt. Also im Allgemeinen schaut das so aus, ich habe nicht geraubt, nein, ich habe nicht gestohlen, nein, ich habe das und das alles nicht gemacht. Man muss das sozusagen genau und richtig beantworten können. Also da sehen Sie auch den Unterschied. Im Christentum geht es um Unschuld. Also dann hilft es da nicht, wenn ich vor Gott stehe, wenn ich nachher noch beteure, dass ich das alles nicht gemacht habe, was ich de facto eh gemacht habe. Es geht um Unschuld und in Ägypten geht es eigentlich um Wissen. Ich muss wissen, wie ich da wieder rauskomme. Ja? In der Spätzeit ist es dann so, dass der Pharao selbst sich gar nicht mehr verantworten muss, weil er nämlich mit Ma'at, also mit der Göttin der Weisheit und der Wahrheit, identisch wird. Das heißt, der Pharao bestimmt dann wirklich selber, was Wahrheit und Gerechtigkeit ist. Also da sieht man dann, sozusagen, da wird dann die Machtfrage wirklich kenntlich. Nun, bis zum Spätmittelalter beherrscht das Weltgericht die christliche Bildwelt. Plastisch am Eingang der Kirchen, also kaum eine romanische oder gotische Kirche ohne jüngstes Gericht, das ist eigentlich das Weltgericht oder das jüngste Gericht, sozusagen das Bild, was vorne an der Kirche ist, also das heißt, wo man eben aus der profanen Welt in die Sakrale eintritt, durch diese Pforte durchgeht, geht man sozusagen hier optisch durch das jüngste Gericht oder in der Buchmalerei oder natürlich in der Wandmalerei, wie hier das große jüngste Gericht von Giotto in der Scovegni-Kapelle in Padua. Das heißt, dieses jüngste Gericht ist wirklich allgegenwärtig. Und hier bei Memling
Es wären durchaus, wie Sie das hier sehen, die Vertreter also der Macht, sowohl der weltlichen wie der kirchlichen, auch in die Hölle geschickt, sozusagen vornehmlich sogar in die Hölle geschickt. Und Sie sehen, wie ambivalent solche Werke sein können. Man kann auf der einen Seite sagen, man sieht daran, dass auch die Könige und die Kaiser und die Bischöfe und sogar der Papst, dass die auch sündig sein können und genauso in die Hölle kommen wie wir auch. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich schon, kann es schon auch die Funktion haben, dass man sehen soll, ja, das stimmt, aber urteilen kann nur Gott darüber. Also Gerechtigkeit auf der Erde gibt es nicht. Die wird eben ins Jenseits verschoben. Ja, wie gesagt, im Frühchristentum war man von der baldigen Wiederkehr Christi überzeugt. Aber der Christus kam und kam nicht. Und jetzt entstand allmählich ein Zeitproblem. Also es entstand ein Zeitproblem zwischen dem Partikulargericht und dem jüngsten Gericht. Also was passiert jetzt, wenn ich sterbe und es dauert Jahrhunderte oder Jahrtausende und der Christus kommt und kommt nicht, wo bin ich dann? Ja? Wenn ja eigentlich erst im jüngsten Gericht das entschieden wird. Und um diese Spanne unter anderem zu überbrücken, wurde das Fegefeuer erfunden. Das geht vor allem auf Gregor den Großen zurück, um 600. Also Sie sehen, wie lange Zeitspannen das immer dauert, bis sowas, bis diese Glaubenstatsachen gefestigt werden. Und wirkliche Bedeutung bekommt das eigentlich erst im 11., 12. Jahrhundert. Und das Fegefeuer bedeutet jetzt Folgendes. Also nur die Heiligen, ja, kommen sofort ins Paradies. Die Bösen kommen sofort in die Hölle, da gibt es nichts. Und wer kommt ins Fegefeuer? Die eigentlich die Guten, die aber jetzt für eine geraume Zeit ins Fegefeuer kommen, um dort ihre Sünden abzubüßen. Und nun gibt es Möglichkeiten, diese Zeit, die man da im Fegefeuer verbringen muss, was ja nicht besonders angenehm ist, zu verkürzen. Und das liegt unter anderem, man kann selber dafür Vorsorge treffen, solange man lebt, aber vor allem können dann die Angehörigen was dazu tun. Die können Messen lesen und sie können für die Kirche spenden. Also wenn zum Beispiel mein Onkel stirbt und ich möchte, dass der die Zeit von dem irgendwie verkürzt wird, wenn ich der Kirche spende, dann kann ich davon ausgehen, dass er früher aus diesem Fegefeuer wieder herauskommt. Diese Vorstellung also von Himmel, Hölle, Fegefeuer hat sich dann im Laufe des Hochmittelalters verfestigt. Bei Dante wird sie dann eine sehr feste literarische Form bekommen. Und im Spätmittelalter wird das an Bedeutung, die ganze Frage des Weltgerichtes an Bedeutung verlieren, weil dann stärker der individuelle Tod an Bedeutung gewinnt. Der Tod selbst wurde nämlich bis zum Spätmittelalter eigentlich nicht repräsentiert. Also es ging ja um die Überwindung des Todes, beziehungsweise um eine Ausrichtung des Lebens auf ein Jenseits hin. Und der Tod selbst war eigentlich nur ein Durchgang auf ein anderes ewiges Leben. Und im Spätmittelalter, im Übergang zur Neuzeit, verändert sich das und der Tod tritt auf. Das hat sehr wahrscheinlich mit der Entwicklung der Städte zu tun, mit einem neuen städtischen und damit profaneren und vor allem individuelleren Bewusstsein. Ich zeige Ihnen hier den Campo Santo in Pisa um 1330 bis 35, leider 1944 im Krieg ganz massiv zerstört, deswegen auch jetzt hier nur eine Schwarz-Weiß-Abbildung von der Gesamtansicht. Sehr wahrscheinlich stammt das Fresko von Buonamico Buffalmacco.
Es ist zum ersten Mal wirklich eine Darstellung des Triumph des Todes. Es ist eine spektakuläre Bilderfindung mit einer nachhaltigen Wirkung. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kunst wurde der Tod und seine Macht über die Menschen in einem großen Bildpanorama inszeniert. Also Sie sehen, das ist jetzt ganz was anderes, ob ich jetzt das jüngste Gericht darstelle oder ob ich eben jetzt hier sozusagen den Triumph des Todes darstelle. Die Allegorie des Todes, das Weltgericht und die Hölle sind also nebeneinander, waren sozusagen nebeneinander dargestellt. Das war durchaus, gab es noch eine Darstellung des Weltgerichts. Ursprünglich war das an der Friedhofsmauer angebracht. Zuständig waren die Dominikaner, der Bettelorden, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Adligen und die reich gewordenen Städter moralisch an die Kandare zu nehmen und sie auf ihr Seelenheil zu orientieren. Und hier profiliert sich der Tod zum Feind des Menschen. Es sind unter anderem, das würde jetzt hier zu weit führen, es ist unter anderem, gehen ganz konkrete historisch-politische Ereignisse ein, in dem, also gab es damals den Kampf zwischen den Ghibellinen und den Guelfen und es wären sozusagen, vor allem in der Hölle, wären dann zum Beispiel der Kaiser Ludwig mit seinem getreuen Gegenpapst Nikolaus V. schon bei Lebzeiten in die Hölle geschickt. Hier das Detail, Sie sehen, dass hier der Tod noch weiblich ist, vom italienischen Mors. Mors, Morte, das ist, er hat ein weibliches Geschlecht und wird hier als weibliche Allegorie dargestellt, mit eigentlich als eine Art weiblicher Dämon mit Flügeln und mit der Sense, die da jetzt auf die Toten, auf die Lebenden losgeht. Unter ihr ist schon ein ganzer Haufen von Toten und im Himmel streiten sich Engel und Teufel um die Seelen. Hier sehen Sie das, wie ein Teufel aus einem Verstorbenen die Seele, was schon ein ziemlich dickes, fettes Baby ist, heraus zieht. Die Bilder und die Schrift Bilder beschwören die Ohnmacht der Menschen gegenüber dem Tod. Und bei den Schriftbändern, da kann man eben ablesen, wogegen sich das richtet. Also die geißeln eben den Reichtum der Städter, die geißeln aber auch das weltliche Ideal des höfischen Adels und das Wissen. Also das heißt, es richtet sich unglaublich stark überhaupt auf die wohlhabende Oberschicht. Und aber auch, Sie sehen das hier sehr schön, hier sehen Sie auch nochmal, wie da Engel und Teufel also wirklich einen Kampf führen um die Seelen, ziehen da sozusagen an den Füßen und an den Köpfen, wer stärker ist. Und es, unten rechts sehen Sie eine Art Liebesgarten, ein Beisammensein von Frauen und Männern der höfischen Gesellschaft bei Musik. Also das ist sozusagen, das wird jetzt eigentlich aber als die Sünde dargestellt. Nochmal etwas genauer. Und dann auf der linken Seite sind alte Bettler und Kranke, die jetzt um den Tod bitten. Also die sagen, lasst uns sterben, wir wollen sterben. Und das ist sehr eindrucksvoll bei diesem Fresko, weil so klar wird, eine Erfahrung, die wir auch machen, dass diese unglaubliche Ungerechtigkeit, dass junge Menschen, die voll im Leben stehen, einfach sterben und alte, die eh schon froh wären, wenn sie gestorben wären, einfach nicht sterben können. Also das wird hier sozusagen diese Bitterkeit und diese Ungerechtigkeit des Todes kommt hier ins Bild. Und das sehen Sie auf der linken Seite und das ist, das geht auf eine Legende zurück, die im 13. Jahrhundert entstanden ist. Eine Legende, die drei Tote, die drei Leben, also drei Lebende, die drei Toten begegnen. Und da sind jetzt ein bisschen mehr wie drei, aber Sie sehen diese Reiter, die diese Toten in diesen Sarkophagen sozusagen anschauen. Und da gibt es eben auch eine
Schriftbänder und die Toten sprechen und die sagen, was ihr seid, waren wir. Was wir sind, werdet ihr sein. Und natürlich auch hier jetzt sozusagen diese also Reflexion über das Todsein und über das Sterben, ohne dass das jetzt irgendwie gleich christlich überholt wäre. Hier nochmal das Detail. Also dieses Fresko in Camposanto ist, im Trecento ist wirklich, zeigt eigentlich eine neue Auseinandersetzung mit dem Tod selbst. Im frühen 15. Jahrhundert beginnen dann die Darstellungen der Totentänze, vor allem an den Friedhofswänden, und da tritt jetzt der Tod, der personifizierte Tod auf, nicht jetzt als Mors, also nicht als weiblicher Dämon, sondern der Tod als Skelett. Das ist für uns eine Darstellung, die so häufig ist, dass das für uns relativ selbstverständlich geworden ist, aber eigentlich ist es ja nicht der Tod, also es ist ein Skelett, den man jetzt aber sozusagen mit dem Tod identifiziert. Und dieser Tod, der holt jetzt alle. Mann, Frau, Kind, Alte, Junge, alle Stände, die Armen, die Reichen, die Mächtigen, also einfach wirklich alle. Und da zeigt sich das neue städtische, demokratische Bewusstsein, also die Vorstellung, vor dem Tod sind alle gleich, alle müssen sterben. Aber immerhin ist der Totentanz immer eingebettet in den christlichen Glauben, mit einem Blick auf das Jenseits. Die erste bekannte bildliche Darstellung des Totentanzes war zugleich die berühmteste, nämlich der Danse Macabre von Paris. Wandmalereien von 1425 in der Säulenhalle des Friedhofs des Franziskanerklosters Saint-Innocent. Aber die wurden 1592 zerstört. Also wir haben keine Reste davon. Wir haben nur sozusagen noch Reflexe. Und unter anderem Reflexe von Guyot Marchand in diesen Holzschnitten von 1485, die aber sicher schon sehr verändert sind, weil die Originale vielleicht auf den Kreis von Jan van Eyck zurückgingen. Ein anderes Beispiel, Niklaus Manuel aus Bern, 1516 bis 20, aber auch hier nur in Kopien, allerdings in ziemlich guten Kopien, wo eben das Erstaunliche ist, dass jetzt Niklaus Manuel wirklich teilweise ganz reale Personen in diesen Totentanz eingefügt hat. Und Sie sehen auch hier wieder, es ist immer die Obrigkeit, die hier vor allem zum Zug kommt, die kirchliche und die weltliche Obrigkeit, hier sogar der Papst, der hier in der Sänfte getragen wird, aber eben links auch zum Beispiel ein Handwerker. Und hier, das finde ich ganz besonders eindrucksvoll, also Sie sehen rechts, das rechte Bild, da sehen Sie, da geht es jetzt um die Ungläubigen, die natürlich auch sterben. Und das sind die Türken und die Juden, aber erstaunlicherweise ist Niklaus Manuel Deutsch, der sich selber als Künstler da hineinmalt. Und zwar, der sich so hineinmalt, wie wenn er, also Sie sehen mit dem Pinsel, wie wenn er jetzt, was ja auch der Fall ist, diese Figuren, die wir hier sehen, gemalt hat. Also nochmal sozusagen auch so eine Selbstreflexion. Oder Bernd Notke, ein großer Totentanz in Tallinn von 1498. Ja, und der Totentanz, der ursprünglich immer auf den Friedhofsmauern war, verlässt diese öffentliche Darstellung und taucht in der Grafik auf. Und das berühmteste Beispiel der Grafik ist der Totentanz von Hans Holbein den Jüngeren, der erst 1538 publiziert worden ist und der einen ganz großen Einfluss hatte. Und Sie sehen, das ist wieder der Totentanz. Was sich aber ändert, ist, dass sich der Tod jetzt ins Leben hineinmischt. Also es ist nicht mehr sozusagen die ewig gleiche Darstellung, nur immer das Gerippe, das dann jemand an der Hand hat, sondern da wird fast genrehaft faktisch die Lebensumstände der Leute mit dargestellt und jeder
erfährt eigentlich seinen eigenen individuellen Tod. Also der Landmann, der ist beim Pflügen, der Tod erwischt ihn, die Äbtissin, die hier aus dem Kloster gerissen wird und so weiter. Und dann gibt es natürlich eine, also diese, der Totentanz hat eine sehr lange Nachfolge bis ins 18. Jahrhundert bei Koch oder aber auch bis zu Hab Grieshaber ins 20. Jahrhundert. Aber also da gibt es eine Unzahl natürlich von Totentänzen. Zum Ende des 15. Jahrhunderts begegnet der Mensch dem Tod als seinem eigenen individuellen Tod, der Tod als das andere Selbst. Sie sehen das hier in der Grafik vom Meister des Amsterdamer Kabinetts von etwa 1480, wo das erste Mal so klar dargestellt worden ist. Das ist jetzt nochmal was anderes als nur der Totentanz. Es ist eine eigene Grafik, also ein Einzelblatt. Da wird jetzt sozusagen individuell ein Blatt herausgelöst und wo ihm klar wird, es ist jetzt wirklich der eigene individuelle Tod. Und diese neue Repräsentation, diese individuelle Repräsentation des Todes, die geschieht natürlich in einem neuen Medium, nämlich im Medium der Grafik. Dieses neue Medium ist eines der Vervielfältigung, eines, das ganz anders rezipiert wird, nämlich nicht mehr im Zusammenhang mit dem theologischen Text wie in der Buchmalerei, nicht im religiösen Kontext der Kirche oder der Friedhofsmauer, nicht in Form einer Altartafel, sondern privat in einem profanen Ambiente. Also da sehen Sie, und das kann man ja immer wieder zeigen, wie eben bestimmte Medien auch mit bestimmten Inhalten zusammenhängen. Und diese Grafik ermöglicht eben eine andere Form der Darstellungsweise, die eben dieser ganzen veränderten gesellschaftlichen Situation einer neuen Individualisierung entspricht. Ja, und da gibt es jetzt im 16. Jahrhundert vor allem alle möglichen Variationen. Hier sehen Sie Baldwin Green und Niklas Manuel Deutsch. Hier kommt jetzt nochmal was anderes dazu, nämlich die Verbindung des Todes mit weiblichen Figuren, die ganz stark sexuell aufgeladen sind. Das sind natürlich ganz ambige Geschichten, wo die Assoziationen in sehr unterschiedliche Richtungen auch gehen können. Hier ganz extrem bei Sebald Beham, wo jetzt durch die Verbindung des Paares noch dazu mit dem Kind natürlich schon auch also ziemlich nahe liegt, an den Sündenfall zu denken, an das Begehren als Ursache des Todes. Ja. Aber das muss man nicht so sehen können, man kann es auch einfach als Spannung sehen, die sozusagen das Drama des Lebens und der Sexualität und der Sinnlichkeit im Angesicht des Todes. Ja, ich habe vorher gesagt, es ist sehr schwierig, den Tod zu repräsentieren. Sie sehen, hier wird er im Allgemeinen einfach als Skelett repräsentiert. Aber man kann natürlich sagen, ja, ist das der Tod? Der Tod kommt ja sozusagen eigentlich nicht als Skelett daher. Es gab auch Künstler, die dieses Problem der Repräsentierbarkeit des Todes, nämlich das heißt seiner prinzipiellen Unrepräsentierbarkeit, malerisch reflektiert haben. Ich denke da etwa an Holbeins Gesandte von 1533. Sie sehen hier Jean de Dinteville links, das ist ein französischer Botschafter von Franz I., der kurzzeitig in London war, und rechts den Bischof Georges de Selve, der ihn dort besuchte, offensichtlich nicht in politischer Mission, sondern privat als Freund.
Auf einer doppelgeschossigen Kredenz sehen Sie oben einen Himmelsglobus und astronomische Geräte und unten einen Erdglobus, Mess- und Musikinstrumente und zwei deutsche Bücher, das rechte davon mit lutherischen Gesangstexten. Sehr wahrscheinlich ein Hinweis auf den Versuch der beiden katholischen Gelehrten für eine Verständigung mit den Lutheranern. Am Fußboden zwischen den beiden ein nicht identifizierbares Objekt. Nur wenn man sich neben das Gemälde stellt, erkennt man, was das sein soll. Nämlich ein Totenkopf. Ein Totenkopf, der in einer Anamorphose verzogen ist. Und es ist wirklich so, das ist in London, ich habe das mir dort angeschaut. Wenn man davor steht, wenn man das nicht weiß, kann man das wirklich eigentlich kaum identifizieren. Und man muss sich dann direkt an die Wand stellen, damit man, und dann sieht man, wird das plötzlich ein Totenkopf, aber man sieht das Bild nicht mehr. Also man sieht eigentlich nur noch diesen Totenkopf, eh schlecht, aber den Rest des Bildes sieht man nicht mehr. Und ich denke, mich hat das unglaublich beeindruckt, weil ich denke, das, was der Hollmann hier versucht hat zu zeigen, ist nämlich in der Rezeption des Bildes, dass solange man im Leben steht, sieht man den Tod nicht, man kann den Tod nicht sehen. Und wenn man den Tod sieht, dann ist das Leben vorbei. Also sozusagen diese Spannung. Baltrusaitis hat die ursprüngliche Platzierung des Gemäldes in D'Indervilles Schloss Policy in einem großen rechteckigen Saal mit zwei Zugängen wahrscheinlich gemacht, wo der Besucher sich beim Eintritt dem Anblick der Lebenden gegenüber sah und erst beim Verlassen des Raums von einer rechts angeordneten Tür aus zurückblickend den Totenkopf entzerrt erkannte. Also sehr wahrscheinlich war das wirklich so angebracht, das Bild dort, dass man das in der Rezeption, also vom Hereingehen und vom Herausgehen dann sozusagen anders sehen konnte. Nun, hinter dem Vorhang, ich weiß nicht, sehen Sie das ganz links oben, fast verdeckt, ist das Fragment eines Kruzifixes zu sehen. Konrad Hoffmann hat in einem fundamentalen Aufsatz zu dem Gemälde den Kruzifix als Deus absconditus, also als unsichtbaren Gott, bezeichnet. Er sieht dies im Kontext mit den Bemühungen von Erasmus und auch von De Selv, den Streit zwischen Katholiken und Protestanten zu entschärfen, mit dem Hinweis, dass den Menschen vieles verborgen bliebe und erst nach dem Tode sichtbar würde. Ich denke mir, dass das eine gute Interpretation ist. Ich meine allerdings noch zusätzlich, dass was Hollmann hier auch darstellt, ist, dass es unterschiedliche Arten gibt, auf den Tod zu schauen. Das eine ist eine christliche Anschauung, wenn ich auf das Kruzifix schaue. Und eine andere, eigentlich also inkonsumerable, also ganz andere, ist, wenn ich eben von dieser Anamorphose fasziniert bin und eine gleichsam wissenschaftliche Form habe, auf den Tod zu schauen. Also es sind einfach wie zwei verschiedene Blickweisen. Ja, Peter Bruegel der Ältere hat in seinem Gemälde Der Triumph des Todes die gesamte spätmittelalterliche Todesauffassung zusammengefasst. Und gleichzeitig ermöglicht er durch das Bild eine neue Todeserfassung. Übrigens, man kennt natürlich den originalen Titel nicht, also wir sagen Triumph des Todes, aber wir wissen nicht, wie das Bild geheißen hat. Wir kennen keinen Auftraggeber, also man weiß einfach nichts darüber. Es wird im Allgemeinen aus stilistischen Gründen 1562, 63, also relativ früh datiert. Die Frage der Datierung ist unglaublich schwierig. Auf einer dunklen, hochgezogenen Bildfläche, die in eine Landschaft übergeht, breitet Bruegel die Schrecknisse des Todes aus. Im Vordergrund dominieren individuelle Todesschicksale, die dann in einen massenhaften Tod übergehen.
Und im Hintergrund hat die allgemeine Vernichtung auch die Natur selbst ergriffen. Eine verödete Landschaft mit abgestorbenen Bäumen und Bränden überall. Die ikonografischen Quellen sind weitgehend erforscht. Bekannt ist das im italienischen Trecento erfundene Motiv des Triumph des Todes, wie wir das eben im Camposanto gesehen haben, wobei eben im Camposanto die Mors, also noch der Tod, noch als weibliche, dämonische Figur gezeigt worden ist, aber dann sehr bald durch einen Reitertod ersetzt worden ist, der eigentlich aus der Apokalypse stammt. Weil in der Apokalypse gibt es ja dieses Bild, denken Sie an Dürers Apokalypse, wo sozusagen der Tod, aber auch mit den anderen, Krankheit, Pest etc., reitet und alle niedertrampelt. Und diese Vorstellung aus der Apokalypse wurde dann sehr bald übernommen und auch in Werken, die sehr stark auf den Camposanto beruhen, wird diese neue Todesvorstellung inszeniert. Und Sie sehen den ja auch hier in der Mitte des auf der Tod, der auf diesem Ross, auf diesem abgemagerten Skelettpferd, da die Menschen niedertrampelt. Also das ist sicher eine Quelle. Die andere Quelle, sehr wahrscheinlich die wichtigste für Bruegel, waren eben die Darstellung des Totentanzes. Und das ist ja auch jetzt in diesem Werk von Bruegel der Fall, dass nämlich wirklich der Tod einfach alle holt. Sie sehen links im Vordergrund unten stirbt der König in vollem Ornat. Seine Macht, sein Reichtum helfen ihm nicht. Ein als Ritter bekleidetes Skelett scheffelt sein Geld, also daneben. Der kann sozusagen auch nicht mehr über sein Geld verfügen. Neben ihm stützt ein Gerippe den Kardinal, den er in Kopfbedeckung und Haltung nachäfft. Eben auch hier eigentlich der Tod als das andere selbst. Und dann, das sehen Sie wieder auf dem Hauptbild, diese weiße Figur, die da liegt, ist ein Pilger, kenntlich an der Tasche und der Muschel am Hut, und dem wird die Kehle durchschnitten. Das heißt, auch die fromme Pilgerfahrt konnte ihn von dem gewaltsamen Tod nicht schützen. Er hat nichts genützt. Und dann hier rechts ein Landsknecht, der vergeblich gegen die Toten kämpft, gegen die Toten, wo er ja selbst bald ein Toter sein wird. Ein Narr, der meint, er könne sich vor dem Tod verstecken. Sie sehen die Narrenfigur, die versucht, unter den Tisch zu kriechen und sich zu verstecken. Die vornehm gekleidete Dame hinter dem Esstisch versucht vergeblich, sich dem Tod zu entziehen. Das ist natürlich ein Anklang eben an das Motiv der Tod und das Mädchen. Nur das Liebespaar am Rand der Festgesellschaft kann bei Musik den Tod vergessen, der aber bereits drohend hinter ihnen lauert. Auch die kleinen Kinder müssen sterben, wie der Winzling, der über den Sarg seiner Mutter hängt, der von zwei Gerippen im Mönchsgewand gezogen wird. Der dritte Mönch fällt hinter ihnen tot zu Boden. Ich weiß nicht, ob Sie das im Hauptbild sehen können. Der Sarg, und über den Sarg hängt so ein winziges Baby, was eben auch schon gestorben ist. Bruegels Bild geht jedoch über den Totentanz hinaus. Nicht nur alle Stände, Geschlechter und Altersgruppen werden vom Tod geholt, sondern auch die unterschiedlichen Ethnien. Also das sehen Sie sehr wahrscheinlich auch schlecht. Da hinten bei der Hölle auf Rädern links ist so ein Netz. Da gibt es einen Schwarzen, der dezidiert als Schwarzer gezeigt wird. Und darüber sind es Tiere wie Schafe und eine Kuh, die in ein Netz, in eine Mulde hineinstürzen. Also auch die Tiere müssen sterben. Bruegel zitiert auch andere Repräsentationsformen des Todes, wie beispielsweise die antikischen Schicksalsgöttinnen, die Parzen. Das sehen Sie hier. Aber bei Bruegel wird Atropos, also das ist die Parze, der die Macht zukommt, den Lebensfaden zu durchtrennen,
die wird selbst vom Todeskahn überrollt. Und Klotho, die den Lebensfaden spinnt, die liegt bereits tot am Boden. Das heißt, die Schicksalsgöttinnen selbst werden eben kommen um. Also es gibt ähnliche, es gibt diese Schicksalsgöttinnen zum Beispiel im Stich von Marten von Heemskerk, die aber als Allegorien triumphierend auf einem Wagen sitzen. Und das ist ganz bei Bruegel eben ganz anders. Bruegels Werk unterscheidet sich aber nicht nur deswegen von den Totentänzen, weil andere Bildelemente hinzukommen, sondern weil eben kein Totentanz, also gar keine Handlung vorgeführt wird. Es gibt kein alle verbindendes Narrativ. Gleichsam isoliert und damit exemplarisch zeigt Bruegel, wie unterschiedlichste Menschen den Tod nicht akzeptieren. Wir kennen seit dem Spätmittelalter, insbesondere in der Buchmalerei, den Tod als Skelett, das menschliche Handlungen ausführt. Eben der Tod als Speerwerfer, als Bogenschütze, als Sensenmann, als Trommler, als Glockenläuter, als Totengräber, auch der Tod, der Lebende attackiert. Aber bei Bruegel hat sich der Tod ver-x-facht. Rechts im Mittelgrund eine Heerschar von Skeletten, die hinter ihren Sargdeckeln, die sie wie Schilder vor sich hertragen, hervorkommen, um die Lebenden zu töten. Diese werden in einen Sarg wie eine Riesenmausefalle gejagt. Als Tote kehren sie zurück, um neue Lebende zu holen. Es scheinen die Menschen selbst zu sein, die den Menschen den Tod bringen. Allemal einen gewaltsamen Tod. Und das Gemälde wirkt ja eigentlich auch wie, ein Hinrichtungsbild oder wie ein Schlachtenbild. Sämtliche Todesformen werden durchdekliniert. Mit der einen entscheidenden Ausnahme. Es gibt keinen friedlichen Tod. Der Tod kommt unerwartet, es ist ein gewaltsamer Tod. Die Menschen reagieren unwillig, entsetzt, keiner versteht, keiner ist vorbereitet, keiner will sterben. Und hier zeigt sich, was dem Bild fehlt, nämlich das Konzept der Ars Moriendi. Die Ars Moriendi, die Kunst zu sterben, waren ein Sterbebüchlein, das ursprünglich für Priester konzipiert war, das aber sehr bald in verschiedene Volkssprachen übersetzt worden ist, mit Holzschnitten geschmückt wurde und sich einer enormen Beliebtheit erfreute, vor allem im ausgehenden 15. Jahrhundert. In diesem Sterbebüchlein wird das gute und das schlechte Sterben vorgeführt. Das gute Sterben ist von einer eminenten Bedeutung. Ein guter Tod ist allemal ein friedlicher Tod. Die Sterbestunde wird zu der entscheidenden Stunde schlechthin, weil hier kann noch bereut werden. Versorgt mit den kirchlichen Sakramenten der letzten Ölung und der Beichte, kann der Mensch trotz eines sündhaften Lebens dennoch auf das Paradies hoffen. In Bruegels Triumph des Todes gibt es kein gutes Sterben. Der Tod ist nicht, wie in der christlichen Theologie behauptet, lediglich ein Durchgang, eine Schwelle vom irdischen zum ewigen Leben. Und dies ist die radikalste Veränderung. Es gibt keinen Hinweis auf das jüngste Gericht. Es gibt keinen Weltenrichter, kein Paradies. Lediglich die Hölle ist geblieben, jedoch nur als Bild im Bild, das insgesamt die Hölle ist. Also Sie sehen in der Mitte, wo das Feuer rauskommt, ich hoffe, dass Sie das sehen können, diese Hölle, ja, die steht auf Rädern. Das heißt, es ist ein Theaterrequisit. Ja. Das ist nicht die Hölle, sondern das ist... Und damit denke ich mir, dass Bruegel zeigt, dass diese Vorstellung vom Hölle, und Sie sehen auch, dass da und nur da solche Bosche Mischwesen herumschwirren, dass das eben Theater ist, eine menschliche Vorstellung. Ja, der Herr des Geschehens in Bruegels Bild ist der Tod und nicht Gott. In der gesamten christlichen Bildtradition hat es das noch nie gegeben. Eine Todesdarstellung ohne Jenseits
ohne Transzendenz. Diese Profanisierung des Todes ist auch durch das neue Medium des Tafelbildes möglich geworden, ähnlich wie in der Grafik. Das Gemälde ist eben kein Altarbild, es ist nicht Teil eines Wandgemäldes, es ist keine Buchillustration. Somit entfällt auch der gesamte Kontext, also nämlich der Ort der Rezeption. Also es ist ja unglaublich, Sie haben immer wieder gesehen, es ist wichtig, wo man Kunst wahrnimmt. Ja? Wenn ich das als Altarbild in einer Kirche, in einem kirchlichen, religiösen Kontext wahrnehme, rezipiere ich das anders. Ja? Oder wenn ich das als Buchmalerei im Text, dann lese ich den Text, ja, der das wieder religiös einbindet. Wogegen das ist ein Tafelbild, was in einem privaten Rahmen rezipiert worden ist. Wir haben, wie gesagt, leider keinen Hinweis auf irgendeine Form von Auftraggeber. Wir wissen auch nicht, wir wissen nichts von einer frühen Provenienz. Also wir wissen es einfach nicht. Aber klar ist, dass das Medium des Tafelbildes die Möglichkeit dieser individuellen und innovativen Sichtweise gegeben hat. Aber es ist natürlich so, ein neues Medium ermöglicht sehr viel, aber es ist natürlich nicht zwingend. Ja? Ich zeige Ihnen, dass durchaus im Tafelbild genau gleichzeitig dieses Bild von Maarten van Heemskerk entstanden ist, ein Gemälde der vier letzten Dinge. Und das ist auch ein Tafelbild, gleichzeitig, aber das ist komplett in der christlichen Tradition geblieben. Heemskerk kombiniert darin eine Sterbeszene mit dem jüngsten Gericht. Und es ist eigentlich so etwas wie eine modernisierte Form der Ars Moriendi. Also Sie sehen die Personifikationen von Glaube, Liebe, Hoffnung und einem Priester um das Bett des Sterbenden stehen, der gleichsam in einer Vision den Strahlen der leuchtenden Himmel mit Christus erblickt, die Auferstehenden, Paradies und Hölle. Also das heißt, ich finde, dass das sehr interessant ist, wenn man sieht, was gleichzeitig auch im gleichen Land, gleichen Umgebung, im Tafelbild möglich war. Und dann sieht man, wie alternativ dieses Bruegelbild ist. Oder ähnlich auch Georg Penz, der sich hier natürlich jetzt auf Petrarcas Triumph des Todes stützt, eine Grafik von 1539, aber wo er nicht nur den antikischen Triumphwagen sozusagen des Todes hat, sondern durchaus das mit Himmel und Hölle verknüpft. Sie sehen links sozusagen, die sehen ins Paradies zur Sonne gehend und rechts eben den Höllenschlund. Also durchaus sozusagen trotz antikischer Vorstellung, das sozusagen in diesen christlichen Gesamtzusammenhang gestellt hat. Diese Vorstellung, diese eigentlich kann man sagen säkulare Apokalypse von Bruegel, lässt am ehesten an die Schriften von Sebastian Franck denken. Sebastian Franck war einer der radikalsten Vertreter der Reformation. Er schrieb in den 20er und 30er Jahren des 16. Jahrhunderts in verschiedenen deutschen Städten. Er wurde dort von einer Stadt immer wieder vertrieben. Es ist erstaunlich, dass er nicht umgebracht worden ist. Seine Schriften wurden eigentlich sofort ins Niederländische übersetzt und wurden in den Niederlanden sehr stark rezipiert. Und wenn man das liest, ist man schon einigermaßen verblüfft, was eigentlich an Denkmöglichkeiten damals möglich war, was eben in der Tradition nicht aufgenommen worden ist. Ja, wer kennt von Ihnen, jeder kennt Luther, aber wer kennt schon Sebastian Franck? Der Sebastian Franck hat in seiner Geschichtsbibel die traditionelle Höllenvorstellung als Narrei, also Narretei und Fantasie gegeißelt. Für Franck gibt es zwar eine Endzeit, aber es gibt kein Weltgericht. In seiner Geschichtsbibel beschreibt er die Geschichte der Menschheit als eine Wiederholung von Katastrophen, da die Menschen unfähig seien, ihre Fehler zu erkennen. Ich zitiere, denn ich sehe, dass es mit der Welt aus ist, dass diese alte, allerärgste, ungelassenste letzte Zeit so verrucht und verwegen geworden ist, dass sie nur den eingeschlagenen Abweg fortläuft und sich nichts sagen lässt, bis sie gegen den Eckstein läuft und zu Trümmern geht. Das heißt, aus der Eschatologie ist bei Franck Gesellschafts- und Religionskritik geworden. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Bruegel Franck gelesen hat oder
Aber man kann einfach nur sagen, dass in seiner Zeit dieses Gedankengut bekannt war. Und ich denke mir, wenn es schon möglich war, solche Dinge zu schreiben, dann ist es auch möglich, solche Dinge eben auch zu malen. Das heißt, aufgrund der Verhältnisse, der veränderten Verhältnisse, gab es so etwas wie eine andere Erfahrung von Tod und eine andere Erfahrung oder Möglichkeiten einer Reflexion, ob es sowas geben kann wie eigentlich Paradies und Hölle oder eine Vorstellung einer himmlischen Gerechtigkeit. Bruegels jüngerer Sohn, Peter Bruegel, der hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als seinen Vater zu kopieren. Das ist ein Phänomen, ja. Also der war 3 Jahre alt, weil der Vater starb, also der hat den Vater überhaupt nicht gekannt und hat wirklich nichts anderes gemacht, als die Bilder von Peter Bruegel im Eltern zu kopieren. Und das Erstaunliche ist, wenn man sich das anschaut, das ist sehr interessant, dass er die Bilder im Allgemeinen, dass er sozusagen die Brisanz aus den Bildern wieder hinausnimmt. Ja? Und in diesem Fall, also das ist von 1626, einiges später, der hat das überhaupt nicht ausgehalten. Ja? Also der hat so ein Bild des Todes nicht ausgehalten und versucht jetzt, das wieder zu verchristlichen. Ja? Also das eine ist, er hat, das ist leider sehr unklar, aber Sie können es trotzdem, Sie sehen rechts oben, der hat sozusagen die Kreuzigung hier wieder eingefügt und vor allem hat er unten, sehen Sie diese Schriftbänder, das heißt, er hat wieder eine Schrift eingefügt, wo er sich auf die Apokalypse bezieht und wo er von der Rückkehr des Menschen in seine ewige Heimat spricht. Und dann hat er die Uhr, Sie sehen die Uhr, diesen Kreis links, die hat der Bruegel außer Kraft gesetzt, weil es bei Bruegel nur noch die eine Ziffer 1 gibt. Also sozusagen, es gibt nur einer, der regiert, nämlich der Tod, der mit dem Finger auf diese eine Zahl weist. Und der Bruegler Jüngere hat die Uhr sozusagen wieder repariert und hat wieder ein Ziffernblatt eingeführt und dort ist es 5:12. Also das heißt, es ist eben gerade noch Zeit zur Umkehr. Das heißt, der Sohn hat die Radikalität des Vaters zurückgenommen und den Tod wieder in einen eschatologischen Sinnzusammenhang gestellt. Und das war nicht nur eine individuelle Entscheidung. Bei 1626, zur Entstehungszeit der Kopie, war Antwerpen wieder fest in der Hand der Habsburger und damit der Gegenreformation. Die revolutionäre Phase der 60er Jahre des 16. Jahrhunderts mit unterschiedlichen, durchaus radikal reformatorischen und humanistischen Strömungen war vorbei. Auch die kunsthistorische Forschung scheint die Radikalität des Bildes nicht auszuhalten und versucht darin eine theologisch-didaktische Belehrung der sündhaften Menschheit auszumachen. Also es gibt eine ganze Reihe von Literatur, die jüngste von Pawlak von 2011, die sich zumindest einmal relativ seriös damit auseinandergesetzt hat, die aber trotzdem sozusagen, und ich finde das immer wieder höchst erstaunlich, dass die Kunsthistoriker, dass sich Kunstgeschichte immer wieder wie Theologie liest, die einfach sozusagen diese ganzen Darstellungen als eine theologisch-didaktische Belehrung sehen will. Und ich denke mir, die Analyse hat gezeigt, dass es sich weniger um eine didaktische Belehrung als um ein Nachdenken über den Tod, über Gewalt und über Krieg handelt. Und zwar ein Nachdenken, genauso wie dieses Gerippe im Melancholiegestus über diesen toten Vogel sind. Also das ist innerhalb dieses Bildes einfach ein unglaublich erstaunliches Detail. Also im großen Bild sehen Sie das, wenn Sie ganz links sind, wo dieser Wagen ist mit den vielen Gerippen, sehen Sie das links unten, sehen Sie dieses Gerippe, was da sitzt und über diesen toten Vogel nachdenkt. Also es ist irgendwie etwas, was einen unglaublich berührt, ja, weil in diesem ganzen wahnsinnigen Massaker wird über diesen toten Vogel reflektiert. Im 17. Jahrhundert in den Ländern der Gegenreformation gibt es wieder ganz emphatische Weltgerichtsbilder. Es gibt aber vor allem natürlich Bilder von Maria Himmelfahrt, also die ganzen barocken Bilder der Maria Himmelfahrt, die natürlich auf eine Überwindung des Todes hinziehen.
Und in den reformatorischen Niederlanden entstehen neue Formen, sich mit dem Tod zu beschäftigen, die sogenannten Vanitas-Bilder der Vergänglichkeit, die an, also wo sozusagen an Dingen gezeigt wird, wie Dinge vergänglich sind, vergehen, oder aber wo ein wissenschaftliches Interesse an Bildern von Totenköpfen zu sehen ist. Also das ist natürlich eine jetzt ganz andere Beschäftigung mit dem Tod. Besonders eindrucksvoll finde ich dieses Bild von Geisbrecht, wie der mit dieser Frage des Todes sich beschäftigt in diesem Trompe-l'œil, weil es einerseits ist es natürlich ein Bild über Tod und über Vergänglichkeit, es ist natürlich aber auch eine Reflexion über, eine Selbstreflexion über die Malerei. Also Sie sehen hier diese Pinnwand und die ganzen Sachen, die für eine Malerei wichtig sind, eine Palette, der Malstock, die Pinsel, ihn selber etc. Also, und dann eben dieser Tod. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir eigentlich nie wissen, mit was wir es eigentlich zu tun haben, weil dort, wo der Tod gemalt ist, da sehen Sie, dass das eigentlich nur irgendeine Art Leinwand ist, die sich jetzt vom Rahmen löst und faktisch herunterfällt. Aber wo sozusagen einerseits das eine Illusion, also klar wird, das ist ja nur eine Repräsentation des Todes, wie auch immer, aber gleichzeitig durch dieses Verfallen, wieder das Verfallen der Dinge und auch der Malerei, wie auch immer, wieder mitreflektiert wird. Ja, wir haben nicht die Zeit, jetzt diese ganzen Todesfragen, wie die in den weiteren Jahrhunderten dargestellt worden sind. Ich will eigentlich nur kurz darauf hinweisen, dass im 20. Jahrhundert angesichts der Erfahrung des Ersten Weltkrieges es natürlich nochmal eine unglaublich drastische Auseinandersetzung mit dem Sterben und dem Tod gegeben hat, wo jetzt nichts mehr zu sehen ist von irgendwelchen Hoffnungen oder Weiterleben etc. Ja, und zum Schluss möchte ich Ihnen noch etwas zeigen, wo ich glaube, dass es wirklich sehr speziell ist und wo ich glaube, dass es eigentlich in der Kunstgeschichte kein zweites Beispiel gibt von jemandem, der sich in Zusammenhang mit dem Sterben einer geliebten Person so radikalst mit dem Tod auseinandergesetzt hat. Und zwar ist das jemand, wo man das überhaupt nicht glauben würde, nämlich der Schweizer Maler Ferdinand Hodler, der ja eigentlich aus dem Jugendstil, im Symbolismus kommt und später sich mit also so expressionistische Züge entwickelt hat. Ich sage ein paar Worte zu ihm. Er wurde 1853 geboren, hat bis 1918 gelebt, wuchs in sehr ärmlichen Verhältnissen auf und sowohl der Vater wie die Mutter sind ganz früh gestorben. Also er war 7 bzw. 14 Jahre alt. Er hatte 7 Geschwister, die alle gestorben sind. Das heißt, er war überhaupt nur von Tod umgeben. 1908 lernte er die 20 Jahre jüngere Valentine Godet-Darel kennen und sie wurde seine Geliebte. Er war zwar verheiratet, er blieb auch verheiratet, aber sie wurde seine Geliebte. Das ist sie hier. Kurz nach ihrer Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Paulette 1913 wurde bei Valentine Godet-Darel Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Am 25. Januar 1915 erlag sie der Krankheit. Hodler hatte sich wohl durch diese eben sehr vielen frühen Todeserfahrungen bereits in seinem Gemälde Die Nacht mit dem Tod künstlerisch befasst, aber eben noch in seinem symbolistischen, allegorischen Stil. Also Sie sehen hier Die Nacht, die Schlafenden, wo sozusagen auch dieses Verhältnis Schlaf und Tod thematisiert wird und er selbst, also eigentlich ein Selbstporträt mit dieser schwarz verhängten Gestalt, die wie ein Altdruck sozusagen auf ihm sitzt und wo natürlich schon das auch eine Todeserfahrung ist. Und was ich unglaublich berührend fand, ist, dass er jetzt, wo er also so direkt mit dem Sterben konfrontiert war, dass dann
diese ganzen Allegorien sozusagen wegfallen, ja, und er sich mit noch einmal ganz anders eigentlich mit diesem Sterben auseinandersetzt. Er hat insgesamt 18 Gemälde gemacht, mehr als 120 Zeichnungen sind erhalten, er hat viel mehr gemacht, aber er hat vieles davon offensichtlich weggeworfen. 1976 wurde dieser Zyklus zum ersten Mal ausgestellt. Ich habe ihn in der Literaturliste, den Katalog angegeben, für die das interessiert. Ich habe damals 1976 hatte ich die Möglichkeit, diese Ausstellung zu sehen. Und das war einfach wahnsinnig eindrucksvoll, was eine Ausstellung, die geht überhaupt über nichts anderes. Und man beginnt sozusagen mit den Bildern, wo die Valentine noch gesund ist und dann, wo sie dieses Kind bekommt, wo man merkt, sie ist schon krank. Und dann geht das wirklich jeden Tag weiter. Und Hodler hat sie jeden Tag gemalt, teilweise mehrfach. Und ich zeige Ihnen natürlich jetzt nicht diesen ganzen Zyklus, aber wie gesagt, Sie können den, also man kann sich das sozusagen anschauen. Das ist einfach unglaublich beeindruckend. Und er hat sich jetzt sozusagen die in Zeichnungen und Ölbildern jeden Tag dieses Sterben dargestellt. Hier nur einfach sozusagen die Ausschnitte. Und Sie sehen, was ich so eindrücklich finde, ist, wie sich der Stil von dem verändert hat. Ja? Also wie eben dieses Ganze, dieses Allegorische, dieses Ornamentale, dieses Überdrüber, auch Intellektuelle, dass es sozusagen alles wie wegfällt angesichts des Sterbens und des Todes. Und das geht dann wirklich radikal eben so weiter, bis sie dann wirklich tot ist, und dann malt er sie eben auch noch als Tote. Und was er dann noch malt, sind Landschaftsbilder. Und das Eindrückliche fand ich, dass diese Landschaftsbilder sie irgendwie spiegeln, weil die sind nur noch, da gibt es nur noch horizontale Linien. Es gibt nichts mehr, was da irgendwie aufrecht wäre in diesen Landschaftsbildern. Und die ganze Emotion geht eigentlich hier jetzt in die Farbe. Das heißt, man sieht dann natürlich auch diese Landschaften ganz anders. Ja, und am Ende hat man dann das Gefühl, dass Hodler seinem eigenen Tod in die Augen schaut. Also ein unglaublich eindrucksvoller Zyklus über das Sterben bei einem Künstler, wo man das sozusagen gar nicht erwarten würde, wo man in diesem Fall, glaube ich, wirklich sieht, dass wenn einem individuell sowas passiert, wie sich das künstlerisch auch auswirken kann. Gut, mit diesen traurigen Geschichten ende ich und wir treffen uns nächste Woche.